Mitten in der Nacht und ich spiele wieder dieses Spiel. Und ich habe gesehen, dass auf YouTube, ich stelle ja die Videos auch auf YouTube nebenbei, und dass das Video nicht so hell genug war und ihr nichts gesehen habt, deswegen habe ich das ein bisschen heller gestellt. Ich hoffe, ihr seht dann auch was. Und ja. Also, um mal zusammenzufassen, was wir bis jetzt erlebt haben. Wir haben anscheinend eine auf den Kopf gekriegt. Wir haben einen Schlüssel suchen User müssen. joined your channel. Schönen guten Abend. Hallo Jens. Hallo Jan. Hallo Brummi. Und den Schlüssel haben wir gefunden, nachdem ein paar Gänge verschüttet worden sind, wir ganz viele böse Stimmen gehört haben und wir richtig viel Angst hatten. Also gehen wir jetzt in den Weinkeller, der User ganz. joined your channel. Hallo. Hallo. Hallo, Happy. Der ganz unheimlich ist und in dem wir gelesen haben, dass wir dort Menschen eingesperrt haben, die vielleicht auch mal was zu essen gekriegt haben oder auch nicht, je nachdem, was für eine Laune wir hatten. Also gehen wir jetzt mal runter in den Weinkeller und hoffen, dass uns keine ekligen Geister oder Zombies fressen werden. Ich wusste, du bist verrückt, dass du Leute bei dir im Keller einsperrst. Ich weiß eigentlich auch gar nicht mehr, wo der Weinkeller war. Und Immer die Treppe runter. ich finde das irrsinnig komisch, dass ich so Luftdinger mache. Noch heller. Ja, sieht nicht ziemlich dunkel aus. Okay. Gut. Also, Weinkeller. Labor. Nein, ich wollte doch gar nicht ins Labor. Das ist ja unfair. Ich glaube, hier sollte ich auch noch gar nicht hin. Die Erde bebt schon wieder. Wir gehen noch mal kurz nach draußen. Ich glaube, das Labor ist jetzt nicht so, also. Naja, ich will mal eben was essen. Bis gleich. Lass die Bis schmecken. gleich. Lichter. Geistiger Zustand. Ich habe hier kein Licht. Jo, ich bin auch eigentlich quasi auch schon wieder weg. Nachti. Gute Nacht. Nacht. User Aber ich habe eine disconnected from Lampe. your channel. Okay, die Leute sind zumindest schon mal nicht verdurstet.
Ja, Blut. Sonderbuchse mitnehmen. Das sind doch Schritte. Eindeutig. Weinkeller mit... Ich gehe jetzt mal nicht näher darauf ein. Gott, oh Gott, oh Lampe. Lampe. Oh, Ampel. Da drin geht doch einer rum. Ich auf jeden Fall Leichenteile. Oder? Da rieselt Staub runter. Da über mir geht jemand. What's happening? Oh, feels like my chest is going to burst. My God, Wilhelm, do something! Accept it. We're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! Ist das eklig? Wilhelms letzte Worte.
Mein Name ist Wilhelm Haus Gehrig. Dies sind meine letzten Worte, mein Gedächtnis und mein Testament. Vor 2 Jahren wurde ich zum Schloss Brennenburg beordert. Wie die meisten Aristokraten war ich neugierig zu erfahren, was die Ritter des Ordens wohl von mir wollte. Was? Ja. Und nahm die Einladung an. Der Baron war freundlich und machte mir einen Vorschlag. Es dämmerte mir, dass es sich um einen schmutzigen Vertrag handelte und dass die Wahl des Barons wegen meiner Dummheiten und nicht wegen meines ehrenhaften Handels als Soldat in der Vergangenheit auf mich fiel. Ich sollte, wann immer es mir befahl und ohne Fragen zu stellen, gesunde Menschen entführen. Im Gegenzug würde er ein sehr gutes Wort am Königshof für mich einlegen, was meine Position in der adeligen Gesellschaft verbessern würde. An dieser Stelle möchte ich deutlich machen, dass mir die Entscheidung nicht leicht fiel, aber schließlich nahm ich das Angebot rückhaltlos an. Von diesem Tag an brachte ich Männer, Frauen und Kinder auf Schloss Brennenburg. Ich kann mich nicht an die Zahlen erinnern, aber es waren viele, vielleicht sogar 100. Von ihnen wurde nie wieder etwas gesehen oder gehört. Heute Abend lud der Baron mich und meine Männer in den Weinkeller ein, um unsere Arbeit zu feiern. Ich war etwas misstrauisch, als wir die Treppe hinabstiegen, aber er bestand darauf und wir stießen in einen Trinkspruch auf uns an. Der Wein schmeckte gut und meine Männer tranken ohne Scheu. Und so beginnt die Strafe für unsere Sünden. Der Baron hat uns eingesperrt und ist nach oben gegangen. Ich bitte um Vergebung für das, was ich getan habe. Ich war schwach und verfiel seinem teuflischen Plänen. Meine Männer schreien, ihre Haut wurde von ihren eigenen gebrochenen Knochen durchbohrt. Ich fühle, wie sich mein Körper innerstes gegen seine gottgegebene Natur auflehnt. Blut fließt aus meinen Augen und ich kann nicht länger. Oh Mann. Der hat da irgendwas in den Wein reingetan. Oh. Ich habe nicht mehr so viel Öl. Oh Gott. Okay. Das war jetzt komisch. Das war mit Sicherheit auch wieder bloß der Wind. Da hinten war eine Kerze. Vielleicht liegt er wieder ins Zettel. Nein. Guten Abend, Trainiero. Okay, die ist zu. Ah ja, falls ein Feind in der Nähe ist, lass dich nicht von ihm sehen. Versteck dich im Dunkeln, lösch möglich die Laterne. Na toll. Ein Feind in der Nähe ist? So.
sowas lese ich jetzt eigentlich gar nicht gern. Da sind gerade Steine runtergefallen. Was natürlich normal sein kann. Das ist ein altes Schloss. Das kann sehr normal sein. Oder? Es war ja auch nicht gerade die Nachricht da, dass ein Feind in der Nähe sein könnte. Oder? Wenn die Laterne nicht immer so schnell ausgehen würde. Sind hier so viele Fliegen. In den Regalen, ob wir irgendwas finden. Dann ist ja nicht alles so dunkel. Ein Opiment. Das ist auch gar nicht toll, dass über mir einer rumläuft. Wie soll ich jetzt an ihm vorbei? Soll ich mich verstecken hier?
weg. Okay. Ich soll im Licht bleiben. Gerade jetzt, wo ich so einen Zombie gesehen habe. Oh, Punkt, Punkt, Punkt. Verdammt. Oh. Hallo, habt ihr das auch gesehen? Das war doch Una. Okay. Kannst du dich wieder langsam beruhigen? Und dann können wir ja weitergehen. Ah ja, körperlichen Zustand zu verbessern und Wunden zu heilen. Das heißt, ich muss gegen das Vieh auch irgendwann kämpfen. Mit Büchern bewerfen. Ich glaube, jetzt geht's wieder langsam. Okay. Gucken wir mal. Aufgelöst werden. Was habe ich denn vorhin gesammelt? Das Obi. Ein Glas Curry. Was? Und was ist das? Probieren wir es mal. Raffinerie. Weinkeller, Labor. Du bist doch hier im Licht, Mann. Das ist immer noch nicht so gut. Ich habe so wenig Öl, ich mag jetzt eigentlich nicht alles hernehmen. Wer weiß, wozu ich das noch brauche. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Um irgendwas in meinem geistigen Zustand zu ändern. Alte Archive wollte ich jetzt eigentlich auch nicht haben. War ich schon. Sollte ich da schon hin?
Chemikalien müssen vermischt werden. Mit geeigneten Apparaturen vorbereitet werden. Das heißt, ich muss ins Labor. Im Labor, wo irgendwas Großes auf mich wartet. Wie wir beim letzten Mal schon mal festgestellt haben. Jetzt habe ich gedacht, das sind Gehirne, die da liegen. Ist mir zumindest immer noch nicht so gut. Also wie gesagt, ich sollte hier nicht sein. Warum zischen die eigentlich so? What is this place? Should be more coop rats. Let me see, and one part aquafortis. Wasser. Wieder über mir. Chemietopf. Hört sich schon mal gut an. Oh. Okay. Das ist mein erster Versuch, künstliche Lebensessenz zu gewinnen. Die frühere Zusammensetzung war nicht stark genug, aber ich fühle, dass ich fast am Ziel bin. Zinkerz und Orpigment müssen hinzugefügt werden. Und Kuprit bindet die gut. Dieses Mal werde ich Königswasser anstelle von Scheidewasser verwenden und hoffe, dass es eine gleichmäßige Lösung gibt. Das Experiment war erfolglos. Die Lösung ist im hohen Grade säurehaltig und praktisch für nichts zu verwenden, außer vielleicht als Reinigungsmittel. Organisches Gewebe reagiert besonders heftig mit der Lösung und mit ihr sollte äußerst vorsichtig umgegangen werden. Vielleicht kann ich das Rezept verwenden, aber ich verliere langsam die Hoffnung, dass ich eine alchemische Lösung zu meiner misslichen Lage finden werde. Toll. Welche missliche Lage? Willst du deine Frau wiederbeleben? Hier überall so Verstecke sind. Umlagerung der Chemikalien. Das Fehlen eines Schornsteins zum Ablüften der Dämpfe meiner Experimente hat sich auf meine gelagerten Ingredienzen ausgewirkt.
Einige scheinen nicht betroffen, aber viele sind durch die Dämpfe beeinträchtigt und werden schwierig zu retten sein. Ich werde tun, was ich kann, um den Weinkeller umzulagern. Super. Klingt ja jetzt gar nicht mal so schlecht. Boah, es zittert hier alles so. Nur Bücher. Auch nur Bücher. Dann haben wir hier, glaube ich, alles. Nein, haben wir nicht. Man kann sich auch bücken. Das muss ich mir merken. Boah, jetzt habe ich mich kurz erschreckt, Entschuldigung. Dennoch sollte ich nicht hier sein. Schlecht. Hier jetzt einfach kackfrech. Hier hoch. Hier wird nichts passieren. Das weiß ich ganz genau. Es passiert nie was am Eingang. Aber was für Apparaturen denn? Wieder da. Nein, ich muss da nicht. Nein, ich muss in den Weinkeller, oder? Dort, wo ein Schornstein ist, oder? Ich will nicht in den Weinkeller. Vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen. Wir wissen zumindest, dass hier keine Monster sind. Oh. Oder vielleicht doch. Oh. Sehe ich sie gerade. Okay. Also die Schritte machen mir jetzt schon mal keine Angst mehr so. Also so arg. Vier verschiedene Chemikalien. Und ich habe drei. Nein. Ich finde das nicht gut, was jetzt passiert, glaube ich. Oh Gott. Wieso muss das auch immer dann passieren, wenn ich echt, also wenn ich fast das Rätsel gelöst habe? Nein! Die Treppe ist zusammengestürzt. Wie soll ich jetzt hier wieder rauskommen?